ich. Heute packen wir etwas aus, und zwar, was in dem Päckchen drin ist. Und wir versuchen das mal relativ schnell zu machen, denn, na, ihr wisst ja auch schon, was da drin ist. Weil der Titel ja schon eigentlich alles sagt. Mein Unboxing-Messer sollte nachgeschärft werden. So. Ja, im Titel steht es ja schon drin, ihr wisst es ja eigentlich schon. Eine Royal Clutch. Heißt die Clutch? Als Deutscher hört sich das irgendwie komisch an. Royal Clutch RK61. Die habe ich mir zugelegt, weil ich wissen will, ob Brown Switches denn nur von Keychron richtig geil sind, was ich ja nicht glaube. Außerdem ist das eine 60% Tastatur, und das will ich natürlich wissen, wie die ist. In the box, das Keyboard, das verdammt schwer ist. Ein kleines Manual. Da. So. Dann haben wir noch drin eine Karte. Thank you for your support and purchasing this thingy. Have an issue with one of your RK products? Feel free to contact. Warranty 12 months. Also 12 Monate Garantie ist da drauf. Da ist noch ein Kabel drin. Das Kabel ist mit einem Klettverschluss verschlossen. Es ist lange, ungefähr 2 Meter, 1,80 Meter, 1,90 Meter ungefähr, ein bisschen kürzer, 1 Meter, ich sag 1,80 Meter lang. Ist angenehm von der Qualität her, USB-C-Anschluss. Aber interessieren tut uns ja das hier. Eine Keycap ist abgegangen. Aber das macht gar nichts eigentlich, denn wir können ja direkt gucken, was die Tastatur so kann. Ich halt euch die mal hin. So, da sehen wir die Tastatur. Also, 60%, das heißt, die hat viel, viel weniger Tasten, als ihr normalerweise gewohnt seid. Sie ist angenehm schwer. Die Tasten wackeln überhaupt nicht. Das macht mich schon mal ziemlich an. Ich habe hier die normalen Stempel drin, wie für die Cherry üblichen Stempel, also Cherry Switches. Oh, geil. Und ich muss sagen, die tippt sich genauso gut, wie sie aussieht. Vom Travel, also der Weg von oben bis unten, von Tastendrücken bis nichts mehr geht eben, ist relativ, also ist kürzer als bei der Keychron K2. Wer die Keychron K2 gekauft hat, weil ich ja auch im Video oder immer noch sehr begeistert bin, der kann da was tun, oder der weiß, wovon ich rede, zumindest wenn ich sage, dass die ein bisschen kürzer vom Weg her ist. Die ist blau beleuchtet, angenehm blau beleuchtet, möchte man sagen. Sieht man das? So ein bisschen da sieht man es. Und die tippt sich verdammt gut. Hier sind PBT-Caps drauf, das heißt, normalerweise habt ihr bei so Tastaturen in der Regel noch ganz viel ABS-Tastaturkappen verbaut. Die PBT-Caps sind ein bisschen angenehmer zu tippen, man sieht die Fingerabdrücke, nochmal von vorne, Janos. Man sieht die Fingerabdrücke nicht so schnell auf den PBT-Caps, und sie fühlen sich einfach wertiger an. Das macht einiges aus. Deutsches Layout gab es jetzt aktuell bei Amazon im Angebot für unter 50 Euro. Ich glaube 44 Euro oder sowas gab es das hier im Angebot. Nicht gesponsert. Hat mich einfach selbst sehr interessiert, wie so eine kleine mechanische Tastatur, die unter 50 Euro kostet, daherkommt. Außerdem kriegt sie überall, wo ich es bisher gesehen habe, richtig, richtig gute Bewertungen. Man kann noch ganz viel machen. Man kann zum Beispiel hier unten jetzt die Pfeiltasten belegen. Das heißt, mit einer Funktionstaste und irgendwas anderem kann ich die Pfeiltasten belegen. Das sollte, genau, hier im Manual auch nochmal alles sehr, sehr detailreich drinstehen, welche Tasten ich denn wie doppelt belegen kann. Das Ganze ergibt sich hier raus. Ich kann auch noch mit der Beleuchtung stärker und weniger stark beleuchten. Ich kann wohl auch noch ein bisschen an der Beleuchtung rumspielen. Da gibt es so einen Brief-Effekt, so einen Welleneffekt. Also das Übliche, ich kann mit der Beleuchtung halt ein bisschen was machen. Alles in allem bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das Ding im täglichen Gebrauch anfühlt. Das heißt, ich nehme die mit auf Arbeit. Das hat übrigens keine höhenverstellbaren Optionen hier hinten. Ich kann da nichts höhenverstellen, aber ich muss sagen, also ich müsste da gar nichts höhenverstellen. Ich finde, das ist genau die richtige Schräge hier, die die Tastatur mitbringt. Ich bin gespannt. Seid ihr auch gespannt? Habt ihr Fragen? Sollte ich euch irgendwas Besonderes sagen in meinem Review? Ich vergleiche es nämlich nicht nur mit der K2 am Ende von Keychron, sondern auch mit der K8.
ja, eure Fragen unten rein, Video liken, Kanal abonnieren, denn bei 1000 verschenke ich hier ein bisschen Technik und ich kann es kaum noch erwarten. Du auch nicht? Dann empfehle meinen Kanal weiter. Ich freue mich, bis zum nächsten Video. Mach's gut und ciao.